Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play. The Walking Dead. Sorry, ich habe gerade Probleme mit der Uhr. No, jetzt läuft sie. Yay. The Walking Dead. Süß. Okay, ich weiß gar nicht, was wollten wir denn machen eigentlich in der letzten Folge? Wir wollten auf jeden Fall noch mit denen reden, oder? Yeah. Soweit waren wir noch. Außerdem muss man dazu sagen, die Safe States sind richtig schlecht gesetzt in diesem Spiel. Wir mussten nämlich die die ganze... Wieso laggt's eigentlich so? Ich habe doch über 30... Jetzt nicht mehr. Man muss sagen, die Safe States sind richtig schlecht gesetzt, denn wir mussten von der ganzen Episode nochmal... Die ganze Episode nochmal von vorne anfangen und nochmal versuchen, alles zu rekonstruieren. Kann sein, dass es uns nicht ganz gelungen ist, weil wir uns jetzt auch nicht die letzte Folge nochmal angeguckt haben. Jedenfalls, wir machen jetzt einfach weiter, und wenn wir irgendwas doppelt machen müssen, dann ist es jetzt so. Tut uns leid. Okay, reden wir nochmal mit Katja. Fragen wir sie mal, wie es Doug geht. Sieht nicht gut aus. Was sehr gut ist. Exactly. Hättest du Lily zurückgelassen? Yes, Lee. Yeah? We have to have lines. Yes, I would have left her. Na, ist doch mal gut, jemanden zu haben, der uns unterstützt. I better get back to her. Geile Übersetzung. Geile Übersetzung, ja. I better get back to it. Heißt auf Deutsch genau das gleiche. Ben. Sprechen wir mal mit Ben. That we think might have had some starter directions on it, but the page is missing. Well, I'm sure you guys will figure it out. Das haben wir eben schon gefragt, das weiß ich noch. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Haben wir das schon gemacht? I'm not using it. I take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Aber ich kann mich daran auch irgendwie erinnern. Egal, wir gucken uns mal... Mach die Finger weg, ich lauf. Okay. Wir gucken uns mal im Wohnwagen um, würde ich sagen. Um ganz kurz dann den Pencil hier da zu kriegen, den... Bleistift. Man, ich kann schon teilweise gar nicht mehr auf Deutsch reden. Schlimm. Nun ja. Gucken wir uns hier mal kurz um. Oh. Ja. So viel zum Umgucken. Gehen wir nochmal... Ja, jetzt gucken wir uns um. Egal, gehen wir da nochmal rein. Ja. Und gibt's hier noch was? Wir können ja mal laufen. Nö, nur das da vorne, da gehen wir mal hin an die Konsole. Xbox 360 und so, weißt du Bescheid? Nee, PlayStation 4 win. Da, Bleistift. Das ist ein Bleistift. Den können wir jetzt gebrauchen, um das, wie man im Kindergarten und so vielleicht schon teilweise gelernt hat, oder in der Grundschule, eben diese Abdrücke sichtbar zu machen. Und ich weiß nicht, sollen wir... Also wir müssen auf jeden Fall auch den Anhänger da hinten wegbekommen. Und auf jeden Fall müssen wir auch... Ich würde sagen, wir reden vielleicht nochmal mit Kenny, oder? Vielleicht können wir nochmal mit Kenny reden. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es in der letzten Folge überhaupt nochmal mit Kenny geredet haben. Ich glaube nicht, aber kann sein, dass ich mich ihr... Boah, du bist so unprofessionell. Ja, ich habe mich gar nicht informiert. Das ist echt schlimm. Und ich weiß es auch gar nicht mehr, Amy. Also ich... Ja, was hast du da geguckt, Kenny? Oh, wollen wir jetzt erstmal das hier machen, gerade? Mal gucken, ob das funktioniert. Hey, es funktioniert. Ja, klingt echt gut. Okay, das müssen wir uns später anscheinend dann noch merken, einfach. Und dann müssen wir das da wahrscheinlich machen. Ja, aber reden wir nochmal mit ihm. Willst du über Doug reden? Fragen wir mal. Heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore it. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. Ich arbeite daran, das Ding zum Starten zu bringen. Ja, machen wir mal. I was able to piece together. I think I might be able to get this thing started. Ja, hoffentlich. I don't know. It's a long shot. I don't even know what the fuel situation is with this thing. We'll find out. You mess around in the engine compartment yet? Nein, haben wir nicht, aber wir können ja... Ja, genau. Yep. Richtig. Wir müssen es erstmal zum Starten bringen. Also ich glaube, okay, können wir das hier?
Also die 6 ist runter, runter. Hoch, 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 runter, hoch. Runter. 6 runter, runter. Du merkst ja am besten die ersten 4 und ich mit die letzten 4. Also du mit der Zahl und dann ich noch. Nein, das, also, ja, okay. Oder andersrum? Das ist mir so runter, runter, hoch. 6 runter, runter, hoch. Und hoch, hoch, runter, hoch. Hoch, hoch, runter, hoch. Okay. Probieren wir mal. Oh Gott. 6 muss. Runter, runter, hoch. Hoch, 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 runter, hoch, hoch. Das ist, muss hoch. Sicher? Ja, das war hoch und das war hoch. Lass mal drauf gucken. Nein. Wir können da dann drauf gucken. Du, das ist so unnötig. No, ja, du bist nur so genervt. Da, ich hab's dir gesagt. Boah, du bist gut. Hoch, runter, hoch. Nein. Hey. Ja. Schon mal gut. Okay, gucken wir weiter drauf. Also gucken wir nochmal drauf. 5 schräg senkrecht. Das war jetzt bei 5, ne? 5. Das ist schräg. Und das andere ist so. Now we're talking. Sehr gut, okay. Da weiter? Oben die 3. Hm? Die 3. Oder ist die Tür? Ja, aber wir müssen erstmal drauf gucken. Ach nee, das ist die Tür. Wir müssen drauf gucken. Die 9. Ach. Einfach nur. Ah, das müssen wir gar nicht hier machen, glaube ich. Das müssen wir da draußen. Weil, soweit ich mich noch erinnern kann, ist da doch auch was in dieser ersten Tür. Hier. Hier ist auch noch was, da können wir auch mal reingucken und dann können wir mal gucken. Wie war das jetzt? Erst nach da und. Ja, erst das. Erst nach da. Und dann auf die andere Seite, ne? Bam! Jetzt sind wir im Geschäft, meine Kinder. Aber Duck. Ja, sind wir. Aber Duck. What about? Look, Kitty, it's something we're gonna have to deal with. Did you not hear Cat? We don't know shit, Lee. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. Hoffentlich bewegt sich's, aber ich kann mir es noch nicht wirklich vorstellen, denn da fehlt noch was. Und zwar der Anhänger, den müssen wir wegbekommen. Irgendwie muss da was funktionieren. Irgendwie rede ich gerade voll wenig, gell? Ja, muss man mehr reden. Ja, mein Headset fliegt fast weg. No. Ja, lass mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie hinbekommen. Boah, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Aber was müssen wir denn da machen? Lockern, ja, lockern, lockern, wie? Machen wir mit der Hand? Machen wir mit der Hand? Ja, mit der Hand. Aber wie, verdammt, wie, wie. Vielleicht gibt's ja das, was wir übersehen haben. Aber was haben wir denn übersehen? Hier ist doch nichts mehr als das. Wir laufen jetzt mal und laufen und laufen. Ja, wir versuchen jetzt nochmal jedes Werkzeug. Okay, warte, okay, jetzt also mal gucken, mal ob vielleicht irgendwo hier noch was ist oder so. Alter, ich will gucken, ob hier noch was ist. Aber hier ist doch gar nichts. Wir haben uns doch schon umgeguckt. Ja, aber noch mal. Wir haben uns doch umgeguckt. Zweite Tür, gell? Mhm. Gut. So, welches nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen uns dieses Universal-Ding nochmal. Universal hört sich nicht eigentlich wirklich ganz gut an. Aber ich weiß nicht, wie wollen wir denn das damit jetzt wegbekommen? So, gerade mal wieder zumachen. Und dann da war nichts mehr? Nee, hier war nichts. Und da? Da auch nichts. Die sind unnötig, die Türen. Die waren unnötig. Soweit ich mich erinnern kann. Also wenn gar nicht funktioniert, gucken wir da auch nochmal rein. Hm? Bist du dir dann ganz sicher? Hm. Ja, soweit. Ich weiß. War das so? Das gibt's doch nicht, dass wir hier festhängen. Gerade nochmal probieren, hier einfach so zu lockern.
Will er nicht machen, Sally. Aber vielleicht könnten wir Ben oder Kenny fragen, ob die uns helfen. Ja, vielleicht können wir das wirklich mal machen. Aber ich will noch mal ganz kurz das andere ausprobieren. Aber das bringt, glaube ich, auch nicht viel. Ich glaube, wir lassen es mal ganz kurz und fragen jemanden, ob er uns helfen kann. Wollen wir erstmal Ben fragen? Ja, lass mal Ben fragen. Wobei ich nicht glaube, dass Ben uns da irgendwie helfen kann. Also hätten wir jetzt noch Doug, hätte ich den gefragt. Ja, der war ja unser Technik-Freak. Oh. Nein, doch nicht. Nee, Blech, da ist nichts. Das ist nur Ansehen. Güter, Dingsbums unser Wohnwagen. Obwohl, wir können ja mal machen. Ja, das haben wir schon mal gemacht. Kann mich wieder dran erinnern gerade. Hier, da vorne. Ich wollte halt Hipster sein und außen rumlaufen. No sign of whatever lives in the train. Keep it down. I don't want you scaring the kids. How you doing? Ah, wir haben gerade, ja. Du könntest uns aber helfen. Ich würde sagen, wir fragen nochmal Ben. Und ich komme gerade die ganze Zeit an dich dran mit meinem Mikro. Du meinst Kenny? Ja, Kenny. Soll ich mich vielleicht lieber so hinsetzen? Ist dann besser? Ja. Kannst dich so hinsetzen. So ist gut. Ah, wir können hier auf jeden Fall. Komm, lass mal machen. Vielleicht können wir es ab. Aha. Jetzt haben wir es vielleicht. Ja, wir haben es gelockert. We're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Gut. Hey, wir haben es gelockert. Was sagt man dazu? Aber das Gute ist, er funktioniert, haben wir gerade gesehen. Wenn nur der Waggon da hinten dran nicht mehr dran hängt, dann können wir das Ding hier zum Laufen bekommen. Das ist eine coole Sache. Du, ich fahr gleich runter. No, warte. So, jetzt müsstest du nicht mehr runterfahren. Wir sind heute so unprofessionell. Ja, wir sind heute echt, echt schlimm mit uns heute. Mach die Finger. So. Damit jetzt. Hey. Ich glaube, jetzt hätte es mit jedem geklappt, oder? Ja, ich glaube auch. Ey, super gut, wir sind frei. Jetzt ab nach Amsterdam. Na. No. Zum billigen Gras. Tut mir leid. Was musst du jetzt sagen? Wow. Wer bist du? Ein jemand. Ein jemand. Nein, kein jemand. Ein Mensch. Wow, der sieht gefährlich aus. Und er sieht pennerig aus, irgendwie so ein bisschen. Ich habe die Karte mit der Route genommen. Sagen wir es ihm einfach. Komm. Komm. Aber ich wollte wissen, wer es ist. No. Können wir doch immer noch fragen. Oh, das scheint ein bisschen nett zu sein sogar. Hey, der scheint echt nett zu sein. Nur ein bisschen. No worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That you grew outside? Das ist unsere Truppe da draußen. Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't. Okay, der scheint nett zu sein. Obwohl er nicht so gut aussieht. Ein Penner. Aber obwohl er, also naja, die meisten Penner sind nicht so nett. Nicht? Die ich kenne dich. Aber hey, wie vielleicht. Kennst du denn? Vielleicht irre ich mich ja. Nee, ich hab da waren irgendwelche mal in unserer Schule so wegen Sozialprojekt und so. Oh, und die haben euch zu sozialem Engagement gezwungen. Oder? Helft uns! Ja, nach dem Motto. Willkommen. Sagen wir was ist mal. Dein Ziel, Mann? Wir sagen einfach willkommen. Ja, interessant. Was ist dein Ziel, können wir immer noch sagen. No, der Arme. Armer Duck. Schleimer. Glaub ich leider nicht. Ein Biss kann man leider nicht so heilen. Ja.
do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Nein, geh weg. ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, wenn... Was kann der uns bieten? Eine Gitarre, Unterhaltung. Kann uns die Gitarre geben? Muss alleine. Ja, ich würde sagen, wir unterreden uns mit ihm. Wirf, wer ist Wirf? Wir unterhalten uns mal mit ihm. Aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Together. The Walking Dead. Gut, wir sind so unprofessionell. Woo!